Heute wird es mal wieder richtig lecker, denn wir machen heute leckere Bananasticks. Viel Spaß. So, die Zutaten, die ihr dafür braucht, seht ihr unten in der Videobeschreibung. Und als erstes nehmt ihr euch eine Tasse und die Schokolade, die ihr habt. Ich habe jetzt Zartbitterschokolade genommen, könnt natürlich auch weiße oder Vollmilchschokolade nehmen. Und wer eine Mikrowelle hat, schneidet die jetzt einfach nur so in kleinere Stücke, so wie ich, und tut die dann einfach in die Tasse und packt die für so circa 60 Sekunden in die Mikrowelle. Dann sollten die Stückchen zerschmolzen sein. Wenn das noch nicht so ist, dann rührt ihr das Ganze einmal um und macht das nochmal so für circa 30 Sekunden in die Mikrowelle. Und wer keine Mikrowelle hat, der macht das klassisch im Wasserbad. So, ich habe jetzt meine Schokolade in der Mikrowelle geschmolzen, in der Tasse. Das ging eigentlich ganz gut. Wichtig ist, dass ihr die wirklich erstmal nur 60 Sekunden reinmacht und dann rausholt, umrührt, schauen, ob die schon flüssig genug ist und dann nochmal für so 30 bis 60 Sekunden rein. Und wenn sie dann immer noch stückig ist, dann macht ihr die einfach nochmal 30 Sekunden rein, weil wenn ihr die am Stück für 2 Minuten in die Mikrowelle packt, dann verbrennt die ganze Schokolade und dann habt ihr letztendlich verbrannte Schokolade, müsst ihr irgendwie da aus der Tasse kratzen und dann schmeckt das Ganze auch gar nicht mehr. So, die stellt ihr jetzt eigentlich einfach nur erstmal beiseite und dann nehmt ihr euch auch schon eure Bananen und schält die einfach ganz normal. Schneidet hier oben am besten diesen Strunk, diesen Stiel ab und jetzt halbiert ihr die ganze Banane einmal in der Mitte. So, dann habe ich mir hier so kleine Holzspieße besorgt. Ihr könnt theoretisch Schaschlikspieße, Zahnstocher sind vielleicht ein bisschen zu kurz, oder halt auch so Cake-Pop-Stiele nehmen. Und dann packt ihr die einfach hier unten einmal in die Banane rein. Das macht ihr jetzt mit jeder Hälfte, die ihr habt. So, das ist dann letztendlich unser Stiel zum Anfassen. Dann sollte das circa so hier aussehen. Und jetzt habe ich mir hier verschiedene Toppings ausgesucht. Unter anderem Krokant, Mandeln, getrocknete Früchte. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Erdbeeren oder auch Müsli könnt ihr nehmen. Und ja, jetzt könnt ihr schon vermuten, was wir machen. Vielleicht habt ihr es auch schon am Titelbild gesehen. Jetzt nehmen wir uns einfach so eine Banane hier und tunken die bis zur Hälfte, also bis hier circa, in die Schokolade ein. So. Lass das ein bisschen abtropfen auf jeden Fall. Könnt ihr so ein bisschen drehen, dann dreht ihr die einmal um und jetzt könnt ihr die theoretisch hier einfach in das Topping wälzen. So etwa. Und jetzt legt ihr die hier drüben, habe ich einen Teller, einfach erstmal auf den Teller und dann kann die Schokolade auch erstmal ein bisschen abkühlen. Ja, das macht ihr jetzt eigentlich mit jeder Hälfte. Könnt ihr individuell überlegen, was ihr denn gerne als Topping auf die Banane haben möchtet. So. Und ich nehme jetzt einfach mal dieses Müsli hier. Einfach einmal drehen. Und ganz wichtig ist, dreht die Banane dann nicht wieder richtig rum, sondern lasst die so, so wie sie ist. Und legt die am besten erstmal richtig beiseite. Könnt natürlich auch variieren, könnt das auch mixen, je nachdem, auf was ihr Lust habt. So, und mein Teller sieht jetzt so aus, wenn ihr auch soweit seid, also wenn ihr Topping und Schokolade über eure Bananen gestrichen habt, dann kommt das Ganze jetzt ungefähr so lange in den Kühlschrank oder in die Gefriertruhe, bis die Schokolade ausgehärtet ist und dann können wir auch schon probieren. So, die Schokolade ist ausgekühlt und fest und ich würde sagen, wir probieren die Leckerbissen jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, welches nehme ich denn einfach mal? Ich glaube, ich nehme das mit Mandel. Sieht ziemlich nice aus. So. Und einfach mal reinbeißen. Schmeckt einfach genial. Kommt natürlich auf euer Topping drauf an. Ja, probiert es einfach mal zu Hause aus. Ihr könnt da, wie gesagt, als Topping alles nehmen. Es ist eigentlich egal. Hauptsache, ihr habt geschmolzen Schoki und könnt das dann da eintunken. Und ja, ich bin zufrieden. Banane ist jetzt leider ein bisschen braun geworden bei mir. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch einfach den Kanal und lasst mir doch mal ein Like da. Ansonsten würde ich mich noch freuen, wenn ihr das Rezept mal ausprobiert habt, dass ihr mir das mal unten in die Kommentare schreibt und einfach mal erzählt, wie es bei euch gelungen ist. Ja, das war's mit mir für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, ciao.